Wir haben hier im wunderschönen Berner Oberland, ziemlich zentrale Schweiz eigentlich. Und wir haben hier eine Zahnradbahn und starten auf der kleinen Scheidegg. Unser Arbeitstag beginnt, wo wir alles parat machen, putzen, aufstellen, fahrparat machen. Und dass wir hier einwandfrei die Gäste sicher auf 3.500 Meter auf die Jungfrau Jochkuchen zu bringen. Also, in Europa gibt es sehr viele Bahnen, aber dass man mit der Eisenbahn so viel tauchen geht, das ist schon sehr speziell. Ladies and gentlemen, wir sind über 100 Jahre, wo wir jetzt hier fahren. Also, das war wie eine Pionierarbeit in seiner Zeit. Ja. Tourismus bei uns hat schon sehr lange Tradition und es sind zum Glück keine mehr geworden. Unsere Gäste hier oben sind sehr international, die kommen wirklich rund um den ganzen Globus hierher. Wir haben letztes Jahr zuerst mal 1 Million Leute hier hoch. Und im Tag sind es 5'000 Leute. Und da brauchen wir eine gute Mannschaft, die das dann putzt. Wir brauchen unbedingt zuverlässige Geräte, weil man das einfach schlecht ersetzen kann hier oben. Weil das alles mit der Bahngänge muss hochgebracht werden. Die meisten Leute, die hier arbeiten, kommen eigentlich aus den Bergen, sind hier aufgewachsen. Und wir sind eigentlich alle zusammen sehr natur- und bergbezogen hier oben. Das braucht so ein bisschen, um hier zu arbeiten. 16:30 geht der letzte Zug oben weg und da hat es dann Leute, die oben übernachten. Natürlich auch Instandhaltung und die ganze Sache müssen putzen für den nächsten Morgen, dass es wieder stark klar ist, wenn die ersten Leute durchkommen. Ja, ein spezielles Feeling dort oben. Und die Luft ist anders. So fast ein bisschen das Abenteuer, so ab vor Welt, vor Zivilisation zu sein. Ja, man fühlt sich wirklich auf dem Dach von Europa da oben. Ich bin der Sauer Sandro und arbeite bei der Jungfraubahn als Lokführer. Ich genieße es noch gegen jeden Tag, hier oben zu sein.